Hallo und willkommen zurück zu schönen Let's Plays und The Outer Worlds. Ja, in der letzten Folge sind wir in das, ja, auf dem Planeten, in den letzten zwei Folgen auf dem Planeten gelandet, Bruch gelandet, könnte man fast sagen, und suchen jetzt für unser Raumschiff Ja, irgendwas war kaputt. Und da brauchen wir jetzt Ersatzteile. Oh, krass, das hatte ich schon ausgeplündert. Sag bloß, das kommt nochmal wieder. Das kann ich ganz einfach nachprüfen, indem ich jetzt hier nochmal hinlaufe, wo ich ja definitiv schon war. Und hier jetzt wieder Dinge liegen. Sieht aber nicht danach aus. Oder doch? Stellenweise schon. Hier war ich aber noch nicht drin. Ein Feuerzeug, Bitmodul und Waffenteile. Bei Bitmodul weiß ich noch nicht genau, ob das jetzt die Währung ist oder... Okay, jetzt sollte sie wieder mitkommen. Genau, auf jeden Fall ist unsere Aufgabe, wir sollen hier für den Statthalter, nenne ich es mal, uns beweisen und wieder für Strom sorgen und von einem Labor das Strom, den Strom hier wieder abzweigen. In diesem Labor sind aber wahrscheinlich die ganzen Deserteure untergebracht. Und die werden das wahrscheinlich nicht so schön finden, wenn ich ihnen den Strom abzweige. Und da wird es dann wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten geben, der Verhandlung, sie irgendwie hier wieder in die Stadt zu bringen, aber zu besseren Arbeitsbedingungen. Das wäre irgendwie für alle irgendwie am besten, als wenn irgendwie so Streitigkeiten dazwischen sind. Schauen wir mal. Da ist jemand. Ich hatte jetzt eigentlich einen Skill gelernt, mit dem ich... Ach krass, sie macht das auch. Ah, da sind mehrere, okay. Hier ist kein hohes Gras. Ups. Hätte ich mich beinahe hingelegt. So, mal gucken, ob ich jetzt geräuschlos töten kann. Warte, Taste. Dass wir wieder in die Steuerung reinkommen. Eben noch ein anderes Spiel gespielt. Alter, da ist ja alles abgefallen. Das war ein Sprengkörper. Okay, die haben alles gleich eigentlich. Achso, nee, bin ich doch nicht. Die Sicht ist irgendwie so komisch gerade. So, da hinten geht's weiter. Trotzdem sieht das gerade komisch aus, wenn ich laufe. Sind ja überall welche. Okay, ich sollte wechseln. Okay.
Sie war eh tot. Also wäre das eh doof gewesen. Also nochmal. Ich frage mich nur, ob es ein Autosave gab. Nein, gab es nicht. So, da habe ich nicht genug Werkzeug zum Hacken. Oh, es geht noch hoch. Knacken. Eine Wurfballkarte sammeln und 3 neue Überbrückungskontakte. Damit kann ich dann jetzt auch unten die Tür, glaube ich, aufmachen. War gut, dass das Brett sich nicht bewegt. Ja. Balkon am 2. Stock aufsperren. Hm, Mist. Das ist ein Händler. Verkaufsautomaten bieten eine große Anzahl an kaufbaren Gegenständen, überwiegend vom gleichen Konzern. Ab einer Hackenfähigkeit von 20 kannst du auch Fertigkeiten an Verkaufsautomaten verkaufen. Zugriffsbeschränkte Gegenstände können verkauft werden, wenn du über einen ausreichenden Ruf bei passenden Fraktionen verfügst oder über eine Hackfertigkeit von 40. Ah, jetzt geht das wieder los, dass ich nicht weiter drücken kann mit Dings, mit dem Controller. So, aber ich würde jetzt hier erstmal noch nichts kaufen. Ich weiß ja noch gar nicht, was irgendwie wertvoll ist und was man irgendwie aufheben sollte. Gut, so eine Mod kann wahrscheinlich immer gut sein. Ha. Also das habe ich gesehen. Aber dass hier noch was ist, hätte ich jetzt nicht gesehen, wenn ich nicht rumgegangen wäre. Komm aber eh nicht dran. So, das ist der andere Eingang. Könnte vielleicht sogar der sein, von dem ich gekommen bin. Hm, wie kommt man da wohl hin? So wahrscheinlich. Aua, krass, okay. So hoch fand ich es jetzt eigentlich nicht. So, dann nähern wir uns mal wieder hier dieser Gegend. Da vorne waren ja die Gegner. Dann speichern.
Frage ist, möchte ich dort langlaufen oder gehe ich lieber außen rum? Viele Wege führen schließlich nach Rom. So, was haben wir hier? Transporterwrack. Da ich eben die ganzen Pilze aufgesammelt habe, hatte ich jetzt gerade das Bedürfnis, auch hier die Pilze aufzusammeln. Oh, da war jemand. Zwei Typen und zwei Tiere, würde ich meinen. So, ich speichere nochmal. Oh, komm du her. Übelst viel Adrenalin. Adreno. Es gibt echt immer welche, die nichts haben. Was eigentlich schwer nachvollziehbar ist, da die ja alle ihre Rüstung tragen. Gut, die kann kaputt gegangen sein im Kampf. Aber eine Waffe hätten sie ja trotzdem gehabt. So, was haben wir hier? Tiere. Sind das die gleichen? Ortrus. Mötermischling. Möterheuler. Der sieht ganz schön groß aus, ein bisschen, ne? So, dann würde ich doch mal sagen. Okay, so läuft das also mit Spezialfähigkeiten. Desto härter der Fall, ein Megakreatur getötet. Monster, ach nee, Möterschwanz, Adrena, Halskette, Wurfballkarte, Glenn, Laterne, Lottery und ein Schildprojektor. Das ist ein Rüstungsmod. Und der hatte sogar einen Hammer, Alter, aber was hat der alles an Items? Da liegt was. Ja, die sind wahrscheinlich denen zum Opfer gefallen. Tartarus-Soße. Da ist ein Wachturm. Ich würde trotzdem mal speichern, vielleicht ist es ja ein neues Gebiet. Okay, nee, es scheint einfach nur auf dem Stützpunkt zu sein. Und ich glaube nicht, dass ich da schon hingehen sollte. Folgt sie mir automatisch oder bleibt sie im Kampfmodus? Nee, tut sie nicht. Jetzt aber, okay.
Was haben wir denn hier? Lederbohrhaut. Geht nicht auf. So, ich sehe erstmal keine Gegner, sondern nur Leichen. Das, was sie getötet hat, liegt wahrscheinlich auch noch drin. Sind ja alle Richtung Tür irgendwie gestorben. Ein Dietrich, ein Adreno. Brätnudeln und diverse Alkohol. Okay, hier drin ist sonst nichts. Ich bin noch fast da, 100 Meter noch. Dahinter wahrscheinlich. So, aber bevor wir da ankommen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Wir sind bei 18 Minuten fast. Bis zum nächsten Mal.